Hallo zusammen, ich hatte heute eine wirklich sehr kurze Probefahrt mit dem neuen Polestar 4 und zeige euch in diesem Video schnell die Punkte, die mir auf dieser kleinen Runde aufgefallen sind. Ich hätte natürlich gerne etwas mehr Zeit mit dem Auto gehabt, um es ausführlicher zu testen, weshalb vielleicht das eine oder andere Detail unentdeckt blieb. Ich nenne euch hier aber trotzdem die positiven und negativen Punkte, die mir persönlich in dieser kurzen Zeit besonders ins Auge gesprungen sind. Kommen wir aber zuerst noch zu ein paar allgemeinen Infos und Eckdaten. Polestar bezeichnet dieses Modell als SUV-Coupé, was vor allem beim Platzangebot und den Außenabmessungen zutreffend ist. Aber darauf gehe ich später noch ein. Der Akku ist 100 Kilowattstunden groß und bietet gemäß WLTP je nach Motorisierung eine Reichweite von bis zu 620 Kilometern. Er konnte zwar in dieser kurzen Zeit keinen Reichweitentest machen, doch unter realistischen Bedingungen sollten im Mischbetrieb über 550 km locker möglich sein. Apropos Motorisierung, er ist mit Heck- oder Allradantrieb verfügbar, das heißt entweder mit 200 oder 400 kW Leistung, also exakt 200 kW pro Achse. Und wenn wir schon bei 200 kW sind, das ist auch die maximale Ladeleistung am Schnelllader, was den Polestar 4 in rund 30 Minuten von 10 auf 80% bringen soll. Zur AC-Ladeleistung kommen wir gleich noch. Kommen wir jetzt zum ersten positiven Punkt, dem Komfort. Dies merkt man an der leicht erhöhten Sitzposition, den angenehm zu erreichenden Bedienelementen und der einstellbaren Federung, die von sportlich bis komfortabel eine sehr breite Palette abdeckt. Zudem sind die Sitze sehr bequem, vor allem wenn man bedenkt, wie unbequem ich die Sitze in meinem Polestar 2 finde. Als i-Tüpfelchen besitzen sie, natürlich gegen Aufpreis, eine sehr angenehme Massagefunktion. Die AC-Ladeleistung ist meiner Meinung nach der zweite Pluspunkt, auch wenn ich kein Fan von motorisierten Ladeklappen bin. Denn dahinter verbirgt sich was sehr Tolles. Und zwar kann der Polestar 4 mit bis zu 22 kW Wechselstrom über Typ 2 laden. Da die meisten Elektroautos über Typ 2 nur maximal 11 kW laden können, ist der Polestar 4 hier nun doppelt so schnell. Kommen wir zum dritten positiven Punkt, und zwar das großzügige Platzangebot. Dies merkt man nicht nur auf den Vordersitzen, wo dank der Fahrzeugbreite nicht nur sehr viel Platz, sondern auch sehr viele Ablagemöglichkeiten vorhanden sind, sondern besonders auch auf der Rückbank. Und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist die Beinfreiheit dank 3 Metern Radstand sehr großzügig. Ich selbst kann mit meinen knappen 1,90 Meter locker hinter einem gleich großen Fahrer sitzen. Zum anderen habe ich bei meiner Größe hinten auch sehr viel Kopffreiheit, was vor allem der fehlenden Heckscheibe zu verdanken ist. Darüber hinaus kann man auch noch den Neigungswinkel der Rückenlehne einstellen, was nicht nur sehr bequem ist, sondern je nachdem auch noch zusätzliche Kopffreiheit verschafft. Wenn wir weiter nach hinten gehen, sehen wir, dass der Polestar 4 zwar kein Kombi ist, aber trotzdem ist der Kofferraum sehr großzügig, was einen darüber hinwegsehen lässt, dass der vorhandene Frunk mit 15 Litern eher bescheiden ausfällt. Kommen wir nun aber zu den negativen Punkten. Und zwar hat der Polestar 4 wegen der fehlenden Heckscheibe nur einen digitalen Innenspiegel, welcher nicht so mein Fall ist. Klar, er ist grundsätzlich sehr gut umgesetzt, funktioniert technisch auch einwandfrei, aber das Konzept ist für mich persönlich in der Praxis extrem störend, und zwar wegen dem Fokus. Wenn man normal auf der Straße fährt, sind die Augen auf eine Distanz von, ich sage jetzt mal, 50 Metern vorne auf der Straße fokussiert. Und wenn man zum Beispiel beim Überholen schnell einen Blick in den Innenspiegel werfen will, muss sich der Fokus jedes Mal für einen Bruchteil einer Sekunde von 50 Meter auf 50 cm einstellen, weil man schaut ja auf einen Bildschirm, und dann wieder zurück auf 50 Meter. Das empfinde ich auf Dauer schon als sehr störend. Das klingt jetzt nach einem sehr spezifischen, subjektiven und vielleicht auch konstruierten negativen Punkt, aber ich hatte mal vor Jahren einen Opel Ampera e, der eine ähnliche Zusatzfunktion hatte, und bei dem ist es mir damals auch schon negativ aufgefallen. Jetzt aber zu einem objektiveren, greifbareren Minuspunkt, und zwar hat das mit den vorhin erwähnten 3 Metern Radstand zu tun. Diese merkt man leider auch bei den Außenabmessungen, denn der Polestar 4 ist 4,85 Meter lang. Okay, in dieser Fahrzeugklasse ist es nicht unüblich, aber bei einer Breite von knapp über 2 Metern fällt er schon eher wortwörtlich aus dem Rahmen. Und ja, diese 2008 mm sind sogar ohne Spiegel. Ihr könnt es hier gut auf den Bildern sehen, wo das Auto auf einem normal großen Parkplatz steht, und während die Felgen auf der einen Seite fast am Bordstein kratzen, stehen sie auf der anderen Seite bereits über der Markierung. Mit Spiegeln wäre der Polestar 4 übrigens 2,13 Meter breit.
Bevor wir zum Fazit kommen, will ich noch schnell den Preis erwähnen, den man je nachdem auch als negativen Punkt auslegen könnte. Und zwar gibt es den Polestar 4 ab 62.900 Franken bzw. 57.900 Euro Stand Anfang November 2024. Und ja, der Preis ist hoch, aber dafür kriegt man schon ein ordentliches Auto und man darf auch nicht vergessen, dass wir uns hier im Premium-Segment bewegen und da bin ich jetzt mal so frei und behaupte, dass dieser Preis in Bezug auf die Klasse und die Ausstattung angemessen ist. Ich weiß, eine Stunde ist jetzt bei weitem nicht genug, um das Fahrzeug ausgiebig zu testen, geschweige denn um die Reichweite zu überprüfen. Daher ist dieser Kurztest eher als Ersteindruck zu betrachten und nicht als Langzeit- oder eben Reichweitentest. Aber trotzdem reicht es meiner Meinung nach für ein erstes kleines Fazit. Alles in allem finde ich den Polestar 4 ein sehr gelungenes Fahrzeug, vor allem wenn man auf der Suche nach einem komfortablen und geräumigen Elektroauto ist. Das mit dem Innenspiegel muss jeder für sich schauen, ob er damit klarkommt. Wenn einen das aber nicht stört und die Außenabmessungen und der Preis nicht so sehr abschrecken wie mich, würde ich jedem Interessierten empfehlen, sich für eine Probefahrt bei Polestar zu melden.